Ja, willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3 mit Gelassenheit und entspannt. Wir machen jetzt in dieser Folge so ein paar lose Fäden, ein paar offene Enden verknoten wir. Das eine, was ich gemacht habe, ist, wie angekündigt in der letzten Folge am Ende, ist, ich bin in den Firelink Shrine gegangen und habe ein paar Level aufgelegt. Unter anderem hat eine Pilger gibt mir aus unerfindlichen Gründen Gratis-Level, wenn ich mit ihm spreche. Das waren jetzt zwei. Drei gab es wegen der Seelen. Dann habe ich neue Pfeile gekauft und so ein bisschen Haushalt gepflegt. Und dabei entdeckt, dass die alte Frau, die am Firelink Shrine in diesem Stuhl sitzt, also nicht die Firekeeperin, sondern ich habe vergessen, wie sie heißt, einen Schlüssel verkauft zu einer Sewer-Tür, und ich vermute, das ist die hier. Mal sehen, ob es stimmt. Es stimmt. Der war relativ billig, das wird jetzt nicht die große Sensation sein, die da drunten auf uns wartet. Oder aber es ist das, was man zu diesem Zeitpunkt im Spiel machen soll. Ich weiß gar nicht, ob das ein Ort und End ist oder ob es da jetzt weitergeht, aber auf jeden Fall ist das interessant und deswegen machen wir das jetzt. 1500... Okay, ich dachte kurz, das wäre jetzt eine Einbahnstraße, aber es gibt eine Leiter. Vielleicht ist es auch nur ein kleiner Raum mit ein paar Goodies. Ah, eine helle Barbe. Gucken wir uns gleich mal an, ob die... Oh, das geht weiter als ich dachte. Oder in der anderen Richtung. Bevor wir uns da verlieren. Das scheint mir nämlich eine Sackgasse zu sein. Das sieht jetzt auch wieder sehr nach Falle aus, aber wir werden sehen. Ein Lendenschurz. Aha. Request Absolution oder Dissolution? Tja, wenn man jetzt wüsste, was irgendwas davon bedeutet. Also Velka, the Goddess of Sin, die kenne ich auch aus Dark Souls 1 schon. In Dark Souls 1 war es so, dass man bestimmte NPCs, also vom Computer gesteuerte, benannte Figuren, angegriffen hat oder bestimmte Aktionen gemacht hat, die denen nicht gefallen haben. Dann hat man Sünde bekommen, und die Sünde hat dazu geführt, dass einige Figuren sehr unfreundlich auf andere reagiert haben. Und dann gab es eine Figur, Oscar, ist der, glaube ich. Nee, nicht Oscar. Vergessen, wie er hieß. Der, bei dem man das kaufen konnte, dass die Sünde vergeben wurde. Oswald of Karim, glaube ich. Hier können wir Absolution oder Dissolution erbitten, aber wahrscheinlich haben wir ja noch gar nicht gesündigt. Ich wüsste nicht, wie und wogegen. You have not sinned, dachte ich mir noch. Gut, aber es ist gut zu wissen, dass wenn wir versehentlich mal sündigen sollten, können wir hier hinkommen und den katholischen Ausweg wählen. Ja, dann bleibt hier nur noch dieser Durchgang. Ich rechne jetzt noch jeden Moment damit, hier angegangen zu werden von irgendwelchen unfreundlichen Herrschaften. Aha, da sind sie auch schon. Ersten Teil gibt es hier keinen Necromancer, der sie wiederbelebt. Das wäre auch ein bisschen ungerecht gewesen. Oh. Was heißt ungerecht? Aber das hätte dann bedeutet, dass ich wahrscheinlich die Beine in die Hand nehmen muss, denn ich habe natürlich auch keine Divine Weapon. Und ich glaube auch gar nicht, dass es hier welche gibt. Okay, das ist also durchaus nicht nur einfach ein Schatzräumchen, sondern es geht ganz schön weit. Hier liegen Knochen am Boden. Jetzt mal nicht gleich den Rückweg abschneiden. Moment. Ich habe mich verlaufen, ich bin zurückgegangen. Guten Tag. Hier wollen wir lang gehen. Okay.
das ist tatsächlich den Ticketpreis sehr wert. 1.500 Seelen für sehr viel Spaß. Hoch. Ja, weggerannt. Ah, guck mal an, wo wir jetzt sind. Wir haben es. Oh, ein Titanite. Kamerad. Nein, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, du Ratte! Mist! Ah, erwischt. Die sind in diesem nicht an Frustrationen armen Spiel, gehören die zu den frustrierenderen Dingen, wie man das gerade gesehen hat, für die, die das nicht kennen. Sobald die einen sehen, laufen sie relativ schnell weg. Relativ schnell heißt langsamer als ich, aber nicht viel langsamer, sodass ich eine weite Strecke brauche, bis ich aufgeholt habe. Und wenn man zu lange wartet, lösen sie sich in Luft auf, verschwinden einfach. Wo ist der jetzt hergekommen? Von den dreien da oben, der ist runtergefallen. Haben wir das auch geklärt. Das ist ja die Brücke, über die wir immer gehen. Auf dem Weg darüber zu den Mann mit dem schweren Morgenstern heißen die. Ne, Morgenstern ist wahrscheinlich mit Stacheln. Ich weiß nicht, wie das heißt. Dieser große Knüppel, den er da auf dem Rücken hat. Und der zynischen Weltsicht. Hier verbinden wir uns jetzt vielleicht mit Mob Enemy Ahead. Mob bedeutet offenbar viele Feinde. Hol ich auch schon weiter. Schon wieder ein Absatz. Ja. Nein! Nicht Hunger bauen, nicht Hunger bauen. Na, mal bitte die Gesundheit auffüllen. So. Ah, da kommen noch ein paar. Das war ja jetzt nicht so schlimm. Ein Talisman, damit kann man, glaube ich, Miracles, also Wunder wirken, wenn man das kann. Gut, wenn jetzt mein Orientierungssinn mich nicht ganz trügt, müssten wir jetzt an der Stelle rauskommen, wo der Gegner an der unteren Seite von diesem Aufzug, den wir nach oben zum Riesen genommen haben, nach unten gab es ja diesen Hundeartigen, dieses Tier in Rüstung. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, vielleicht täusche ich mich sehr. Täusche mich sehr. Obwohl ein Bloodstain hier ist, also vielleicht. Who is there? Aha, das wird die Frau sein, von der der Typ draußen immer spricht. Oh, please, whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures. They never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Man könnte auch einfach mal das Stroh austauschen, würde ich sagen. Das müsste auch schon helfen gegen die Little Creatures. Ja, machen wir mal. Obwohl wir es wahrscheinlich bereuen. Oh, yes, there you are. So close indeed. Then I am not entirely alone, just yet. Praise the merciful gods above. Hm. Okay, unerwartet. Eine Aktion, die nicht zu Gewalttaten führt. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. Mhm. I came to this land so that I might be a firekeeper.
Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Absolutely, there is noch Platz im Firelink Shrine. Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve. Wenn du reinkommst, einfach den Gang lang gehen bis zum Schmied, dann rechts runter und um die Ecke, da ist wahrscheinlich, wo du sitzen wirst. Da stand ja schon was von Princess. Das ahne ich schon. So wird es kommen. Und dann von hier kriegen wir bestimmt. Läuft nicht. Hier kriegen wir bestimmt diese Tür auf und dann sind wir wieder vor dem Eingang hier rauf. Sieh mal an. Gut, dann wäre das auch abgehakt. Das war jetzt gar nicht geplant. Da liegt. Doch noch nicht ganz abgehakt. Schon mal da ist. Ups. Aua. Ich erinnere mich, eine lange Leiter aufgestiegen zu sein. Was gibt es? Was gibt es? Ein Blessed Red and White Shield. Oh, direkt mal gucken. Das alles taugt. Es ist in allen Belangen schlechter als das Schild, das ich schon habe. Na, vielen Dank. Gut. Also, das war dann dieser fehlende Teil, von dem ich gar nicht geahnt habe, dass er uns dahin führen wird. Der gekaufte Schlüssel. Habe ich damit gerechnet, dass man hier, wie gesagt, im Keller dieser Kirche landet bei dem Monster. Das müsste ja auch hier irgendwo sein, oder vielleicht ist das dann da nebenan unter dem Geröllhaufen. Gut. Und dann haben wir noch oben im Under Settlement die Stelle, an der das geht mir zu sehr an die Nerven, dieses Vorbeirennen an den Monstern. Auch wenn es jetzt gar nicht so schlimm war. Aber ein Estus ist immerhin draufgegangen dabei. So, jetzt mal gerade überlegen, wie wir am schnellsten hinkommen. Per Bonfire Warp, glaube ich, von oben. Also dann reisen wir zum Undead Settlement. Und sehen mal zu, was wir da oben noch für Goodies bekommen. Und dann bin ich eigentlich ein bisschen ratlos. Dann kann man wieder in diesen Keller gehen, wo der Aufzug, also da, wo ich gerade dachte, dass ich ankomme, wo das Monster noch ist. Da könnte es noch weitergehen, aber ansonsten bleibt ja nur der Turm, in dem wir letztes Mal geendet sind, wo wir den Homeward-Born rausgenommen haben. Und der Sprung runter scheint mir eigentlich zu tief, um ihn zu machen. Ja, mal gucken. Das kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass ich mich jetzt mit dem Riesen besprochen habe, wenn Besuch im Friedhof jetzt anders verlaufen würde als vorher, denn er hat ja gesagt, er hilft immer. Dann schießt er jetzt nicht mehr auf mich. Sieh mal an, hier ist auch so einer, aber nicht aktiv. Und können wir den da hinten
vielleicht auch sitzen lassen? Nee, können wir nicht. Ja. Gut. Jacke, die Hose. Wieder dieses Gesindel hier. Ah, das ist echt. Das sind Wurfgeschosse. Wo ist der Stunlock für den Angriff? Was ist das für ein Tänzchen? Ja, die Stelle kennen wir jetzt mittlerweile sehr gut. Das ist die Brücke. Das heißt, das ist aber auch gar nicht das, was wir von da oben... Na, jetzt bin ich verwirrt. Das sah ganz anders aus von da oben. Aber das gucken wir jetzt mal, wo wir da landen. Glück. Hier geht es nicht rein. Covenanter ahead, so to speak. No attacking ahead. Covenanter, also ein neuer Covenant vielleicht. No attacking. Das sieht mir aber schon sehr nach attacking aus. Right ahead and then try jumping off. This is alles ein wenig mysterious. Das kann man nicht bekommen. Ja, war klar. Das kommt mir wieder ein bisschen tief vor für einen Sprung. Freunde. Ich möchte hier jetzt ungern sterben und wieder eine Wiederholung machen, aber ich würde anders nicht rauskriegen, ob das geht. Alles. Puh. Eine Möglichkeit wäre das jetzt da beim nächsten Mal aufzusammeln. Ach, man kommt hier sowieso nicht anders raus. Fällt mir gerade auf. Covenant ahead, so to speak. Das ist alles nicht ganz zu verstehen. Ich kann beim besten Willen keinen Covenanter entdecken. Magic required auf sich hat. Ich weiß nur, dass dieser Sprung ist zu tief, dann können wir nicht überleben. Und es gibt aber auch keinen Rückweg. Das ist eine etwas kuriose Situation. Oh, da oben glänzt noch irgendwas. Da gibt immer wieder neue Dinge. Ach, sieh mal an.
Dann kümmern wir uns doch noch um das, was da auf dem Dach liegt, wenn wir schon mal hier Orts und Ends versorgen. Ist das denn was? Also ich meine, hier an diesem Balkon, wo die Öffnung, wo das eingebrochen ist, da scheint was zu leuchten, aber vielleicht ist das auch nur ein Teil des Designs. Wo kommst du denn jetzt wieder her? Ja, das sieht schon sehr so aus. Gehen wir da mal gucken. Taps, 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 taps um die Ecke, da ist einer. Und es ist einfach nur die Sonne, die aufs Dach scheint. Ja, gut. Und so war auch das erklärt. So, wenn man den runterschneidet, fällt man runter. Fair enough. Ja. Jetzt leuchtet da drüben wieder was. Neben dem Haus, da wo wir gerade waren. So kommen wir nicht vom Fleck. Die ganze Zeit nur Kleinkram hinterherjagen. Ist gar kein Kleinkram. Ist Großkram. Tja. Jetzt auch nicht so genau. Wie es weitergehen. Da hat was geleuchtet. Wie es weitergehen soll. Eine Flamberge. Ein Dessert aus Erdbeeren. Oham. Gelernt, dass etwas blöde ist. Dass jetzt der erste ausgeht, dann gehen wir mal zurück zum Bonfire dann. Jetzt wird es allmählich auch Zeit. Zu machen.
Oh ne, ich bin ja mittlerweile im Bonfire gereist. Okay. So. Dann, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit, dass der Friedhof jetzt anders funktioniert als vorher, nachdem wir den Riesen auf dem Turm auf unsere Seite gezogen haben. Mal gucken, ob das so ist. Dein Freund. Ja. Nicht auf mich schießen. Ich mein's doch nur gut. Immerhin habe ich dich auch nicht angegriffen. Denke doch, das hört sich gut an. Sind, schießt er doch wieder auf mich. Das heißt, da hat sich nichts getan. Auch ansonsten ist der Friedhof unverändert. Alle Schätze sind abgeräumt. Alle Gegner sind getötet. Hier gab es noch die Nachricht. Aha. Bevor ich überhaupt nur sagen konnte, was die Nachricht war, hat sie sich schon erklärt. Ich weiß, war irgendwas mit Beware Above, die ist auch gar nicht mehr da. Aber das war die Erklärung. Okay. Gut, dann wäre auch das kein Ansatzpunkt, um weiterzumachen. Dann bleiben nur die beiden Stellen. Das Monster im Keller. Der Turm, in den man springen muss. Scheint aber, als hätte der Riese jetzt nicht aufgehört zu feuern. Das hat doch funktioniert. Man muss nur mit den Leuten reden. In der wir den Baum abgeholzt haben. Und wenn es auch da nichts Neues zu holen gibt, dann machen wir mal eine kurze Folge. Und ich sehe schon, dass ich fürs nächste. Das war beeindruckend. Beeindruckendes Loch. Okay, da kann man gar nicht mehr rein. Damit hat sich das dann auch erledigt. Tja, gut. Try attacking. Ja, das ist schon sehr nach Fake Mauer hier an, aber ja, man hat mich erfolgreich getrollt. Gut, das war's dann gewesen. Da haben wir ein paar lose Enden zusammengekratzt. Dieser Bagage hier wieder vorbei. Es hilft ja nichts. Ja. Wie so ein Geisterbahn. Ey, nee. Nee.
mal schnell. Oh, tja, auf den letzten Metern. Jetzt noch mal kurz ein bisschen Spannung. Was ist denn das für ein absurder Tanz? Du liebe Güte. Den Weg zurück zum Monfire für diese Frage und dann haben unsere Abenteuer in Lothric ein Ende für heute. Nächstes Mal reden wir ein bisschen über den guten Seneca, damit der Titel des Ganzen auch über das rein spieltechnische und lebensphilosophische hinaus einen gewissen Sinn hat. Also wer war Seneca? Wie war der eingelötet ins Leben des Römischen Reichs? Und wie haben wir das einzuschätzen? Mit der Spannung zwischen seiner Philosophie, der stoischen Philosophie, der er ja angehangen hat, und dem biografischen, was ich vorletztes Mal schon angerissen hatte mit dem Verhältnis von Philosophie und Macht. Die stoische Philosophie ist ja eine, die zumindest an der Oberfläche so ein bisschen auf, es hat nicht direkt einen Klassenaspekt, aber auf einfaches Leben abzielt. Zumindest scheinbar. Und das ist, glaube ich, das ist ein bisschen eine Illusion. Man kann eben auch als mächtiger und reicher Mensch sehr gut Stoiker sein. Das ist eben keine Askese, das habe ich ja schon mal gesagt. Aber das können wir uns vielleicht an der Person von Seneca mal genauer angucken, wie das zusammenhängt und auch ein bisschen gucken, was Seneca eigentlich so geschrieben hat in seinem Leben. Ich setze mich jetzt hier hin, gehe wieder zurück zum Feierlingsschwein, investiere meine Seelen, schau nach, was der neue Freund, den wir uns angefangen haben, so macht. Jetzt fällt mir gerade auf, dass wir natürlich dieses eine Goodie da oben noch runtergehauen haben und jetzt gar nicht geguckt haben, was es denn eigentlich ist. Das machen wir dann nächstes Mal. Da müssen wir eh vorbei auf dem Weg zu diesem Turm. Beziehungsweise in den Keller. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Stoic Challenge. Tschüss.